Sieh mal hier. John. Ein neuer Algorithmus. Evolutionär. Aber kein Abbruchkriterium. Die Schleife kreist einfach immer weiter. Algorithmus? Kann das Probleme machen? Ich weiß nicht. Kannst du die Schleife nicht stoppen? Doch, sicher, aber wer weiß, wozu sie gut ist. Wir sollten das im Auge behalten. Machen wir noch einen Vollscan. Was macht ihr mit meinem Sohn? Merkwürdig. Was ist merkwürdig, Mary? Das Warnzentrum. Im limbischen System. Ich hatte gehofft, wenn ich es einschränke, würde sich der Kleine mehr öffnen. Aber meine Sperren wurden alle umgangen. Fast so, als wollte er Angst vor uns haben. Warum sollte er Angst haben wollen? Erklärt das auch den Zustand von Newman? Newman haben wir ständig untersucht. Er ist komplett. Im Großen und Ganzen. Komplett? Was soll das heißen? Ist er komplett oder nicht? Nun ja, wir hatten ein paar Probleme bei der Reprogrammierung, aber... Wieso erfahre ich das erst jetzt? Wir haben das im Griff, Raymond. Wirklich. Diese verdammten Anschläge müssen aufhören. Jeff, so ein Narr. Er hätte etwas schaffen können, etwas Großes. Aber er hat sich fürs Zerstören entschieden. Von Jeffs Leuten identifiziert. Sie haben Verbindung. In unser System? Ja. Sie haben einen Mann hochgeladen. Er nennt sich Charlie. Seid ihr wahnsinnig? Ist euch klar, was der hier anrichten kann? Natürlich. Wir wissen erst seit kurzem davon. Aber wir arbeiten bereits an einer Prozedur. Komm mir nicht mit Prozeduren. Findet ihn und löscht ihn. Über die Konsequenzen sprechen wir noch. Wohin darf ich Sie bringen, Sir? Zum Dom. Richard hatte recht. Meine Familie. Amy. Und Governor Kane. Hat sie das alles... Ich muss hier raus. Hey, nicht weglaufen! Was denn? Ich kenne Sie nicht. Charlie, richtig? Wir kennen uns nicht. Nein, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Richard Nolan. Okay, nicht hier.
Ein Irrsinn ist das alles. Ich meine, klar, was sie hier geschaffen haben. Verdammt beeindruckend. Aber auf Dauer, das ist doch nicht das Leben. Wie hältst du das aus? Ob du es glaubst oder nicht, mir ging es hier immer ganz gut, bis ihr aufgetaucht seid. Und Richard. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Zu wissen, dass man ein Konstrukt ist, der Schatten von irgendeinem... Einen schönen Tag, Mr. Newman. Schönen Tag, Miss Patrick. Raucht hier oben eigentlich keiner? Nirgendwo ein verdammter Automat. Ist ja nicht so, als könntet ihr an Lungenkrebs sterben. Ohoho, wir sind so glücklich, wir brauchen keine Drogen. Faschisten. Glauben, dass Maschinen Moral entwickeln. So naiv. Sir? Die Maschinen, die wollen nicht sein wie wir. Im Gegenteil, sie wollen, dass wir so werden wie sie. Die richten uns ab wie Haustiere. Wenn wir Glück haben, füttern sie uns. Uns? Was rede ich von uns? Ihr existiert nicht. Nichts von all dem existiert. Sir, könnten Sie bitte etwas leiser sprechen? Halt's Maul, Datensatz. Du bist keine Person, das weißt du, oder? Jedenfalls bin ich nicht Richard Nolan. Du bist 1 Milligramm Silizium kleiner. Hätte ich Zugriff, könnte ich dich einfach umprogrammieren. Stattdessen sitze ich hier mit dir fest. Rauf zur Hölle ist einfach, aber wieder runter. Irgendwo muss eine Download-Schnittstelle sein. Wahrscheinlich im Dome, aber da komme ich nicht rein. Die würden mich sofort erwischen. Aber deine Amy arbeitet da, oder? Du müsstest mich nicht reinschmuggeln. Ich brauche nur ein paar Koordinaten. Dann brauche ich auch etwas von dir. Ich will mehr über deine Welt wissen. Meine Welt? Schau doch einfach die Nachrichten. Du kannst in die Kanäle von The Voice einhacken. Ein beliebiger Tag aus den letzten Jahren, dann weißt du Bescheid. Ich gebe dir die Zugangscodes und du hilfst mir den Daumen. Abgemacht? Gib mir bis heute Abend. Sei um Mitternacht wieder hier. Warte, was genau hast du vor? Vertrau mir. Newman! Du erzählst niemandem von mir, verstanden? Ah, da kommt Adam, den Mund voll von Neuigkeiten. Adam? Du bist krankgeschrieben. Ich bin nicht krank, Fred. Doch bist du. Krank und uneinsichtig. Adam, wo du jetzt wieder halbwegs zurechnungsfähig bist, wie sieht's aus? Elysium Fields? Liquid Sky? Ja, sicher, das machen wir. Perfekt. Ich rufe dich an. Es geht eben nichts über einen echten Freund. Hey, war das gerade sarkastisch?